Gibt es auch noch in der damaligen Zeit für Sie erste Kinoerlebnisse? Können Sie sich erinnern? Und wie? Welche Filme und Sie wie? Sich angesehen haben? Wir lebten also in Hornhausen, da waren wir untergekommen, in der Magdeburger Bördekreis Oschersleben. Da hatten wir also in einem Haus, mussten ja irgendwo, wir waren ja Flüchtlinge, in einem sehr schönen Haus dort, sogar mit Bad und so, richtig toll. Und mit meiner Tante Christa lief ich sonntags 6 Kilometer zu Fuß nach Oschersleben. Und dort sahen wir also diese wunderbare Schnulze, Wen die Götter lieben, Mozart-Film. Dann solche Filme wie Es blinkten einsam Segel, Der Mann mit dem Gewehr, die ganzen russischen Filme, die sind mir also wirklich heute noch in Erinnerung. Die habe ich in Oschersleben in dem mühsam errichteten oder ganz geblieben Kino gesehen in der Zeit. Also mit 9, 8, 9. Auch frühe DEFA-Filme, die ja zur selben Zeit dann anliefen? Na, das war dann schon später, als wir nach Bernburg zogen, als mein Vater nach Bernburg zog und dort an der Volkshochschule Zeichenunterricht gab und Lehrer war und weiter malte. Frühere DEFA-Filme, na ja, klar, natürlich, Zar und Zimmermann, vor allen Dingen auch ungarische Filme mit Ludas Matti oder der hieß so Ludas Matti oder so. Und natürlich prägten einen Filme wie Kartause von Parma. Ja, das sind dann schon die 50er, in den 50er Jahre.